Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void 2 gegen 2 mit Zarok. Wir sind wieder auf der rosa Map. Die heißt auch so, ne? Ja, die heißt nicht finsterer Dschungel Oh oder nein, so. Nein, die der heißt rosa Stuhl Map. schon wieder. Boah, du mit deinem Stuhl immer. Ja, donatet mal hier. Geld an Nergorix, das stimmt. Dann kriegt Zarok nämlich keinen neuen Stuhl und das wollen wir alle. Oh, da habe ich heute noch gar nicht gemacht. Mach ich mal kurz. So, Worker, 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 Worker. Wo ich finde meine Rap-Me. Hier unten ist sie, okay. Overlord, 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 blablabla. Ich muss erst den Ja, Overlord noch dauern die Zwergwochen an. Ich muss Drei Spiele sind es noch, mindestens noch zwei Folgen, außerdem, je nachdem sich das halt nicht ich muss aufteilen erst wird. den Overlord und dann den zweiten Worker andrücken, glaube ich. Das ist korrekt, ja. Dann, wenn du das jetzt nicht gemacht hast, okay, jetzt hast du den Overlord schon gebaut, ne? Aber was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist irgendwas, was du baust, canceln. Also Das ist irgendeine klar, weil Larve, du dann die baust, Larve canceln, verloren weißt ist. du. Das habe ich mitgekriegt, übrigens. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Und falls du es mal nicht schaffst, also falls du mal aus Versehen direkt die zweite Drohne gebaut hast, aber nur falls du sie aus Versehen gebaut hast, Der Extraktor-Trick. kannst du Extraktor-Trick machen. Der Bulimann. Du musst doch nur mal Lord bauen. Das habe ich dir immer noch nicht gezeigt, ne? Leute, guckt euch an, Dark Force und Socke, ich weiß nicht, wie das Video heißt, werde ich euch im nächsten Teil verraten. Das ist auf jeden Fall Dark Force und Socke bei Take TV, vermutlich auf dem offiziellen Take TV Mein Pool YouTube-Kanal. kostet 200, ey, ist schon teuer, ne? Und ja, und streng genommen ja 250 Zarok, ne? Das stimmt. Finde ich ein bisschen frech von dem Spiel. Dafür, also auf einmal ist alles, was er kann, unterpowered. Man merkt Zaroks Sichtweise auf dieses So, Spiel ist jetzt habe ich die etwas drei Worker fürs Gas erst interessant. Richtung Dingens geschickt, Richtung Hatchery, damit die das Sehr Ding gut. abliefern. Da Weißt ist ein du, wie du das richtig Overlord. machst? Also wie du Nein. das einfach machst? Nein. Du kannst die nämlich ins Gas schicken. Das habe ich aber auch übrigens erst dieses Jahr irgendwie in mein Spiel mit eingebracht. Wenn du die ins Gas schickst und dann auf dem Weg auf S drückst, dann bringen alle, die noch was in der Hand haben, erstmal das, was sie in der Hand haben, zurück, bevor sie ins Gas gehen. Das ist interessant. Ja. Das wusste Aber das ist wirklich Nergorix. auch was ich erst seit diesem Jahr Das wusste verwende. Nergorix scheinbar auch noch nicht. Doch, ich wusste, dass das gab, aber ich habe das nie gemacht. Aber dann fand ich es jetzt irgendwann sinnvoll. Kannst du. Nee, lass den Overlord da stehen, ist okay. Nicht reinschicken, weil der hat eine Queen und dann ist alles tot. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, ich hätte einen. Oh Overlord nee, wir haben einen bauen! Veteraner dabei. Alles gut. Was kostet denn Speed 100, 100? Ja, nicht Overlord Speed an. Achso, nee, Link Speed, okay. Ich dachte, du wolltest gerade Overlord Speed davon. Das wäre ein bisschen. Nein, das wäre ja Quatsch. Kannst du auch nur mit einem Leertag, von daher alles. In Ordnung. Ich brauche nicht 5 Queens. Oh nein, immer mache ich das neuerdings. Das ist voll blöd, dass ich das immer mache. So, dann ab nach unten mit dir. Nur zwei Dings bisher. Das ist ein bisschen wenig, ne? Oh nein, ein Lingi. Da passiert was, Nervorix. Ja, ein Lingi. Hallo, WBF, fahr doch mal nach oben. So, jetzt muss ich zwei Overlords bauen, dann habe ich schon begriffen, wie man das hier macht jetzt. So, dann Baneling. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Er macht den Overlord kaputt. Brutus geht auf eine Robo. Ja, eine Queen hat eine höhere Range als ein Overlord logischerweise, weil ein Overlord gar keine hat, Ich aber glaube, da steht kann was, relativ was weit mir nicht angreifen, kann er. gefällt. Ein Klingi-Hotel oder so. Du musst deinen Waypoint aller Natural noch setzen für die Drohnen. Ich habe doch den All-Dingens-Hotkey gesetzt. Den All-Worker-Hotkey. Ja, aber der geht ja pro Hatch, ne? Wenn ich zwei Hatches habe, dann bin ich hier Set Worker Rally Point F und dann gehen Ja, die das beide stimmt, aber dann war dahin. die wahrscheinlich gerade noch nicht durch. Auf jeden Fall steht an deiner Natural noch eine Drohne rum und macht nichts. Da finde ich frech von der. Und jetzt kannst du mal mit deiner Queen, die mehr Energie hat an der Natural, einen Creep-Tumor nach vorne setzen. Nennst du mal was Neues hier. Oh mein Gott. Weil als Zerg möchtest du eigentlich möglichst viel Vision über die gesamte Map haben, weil du eigentlich als Zerg immer Drohnen bauen willst, es sei denn, du siehst, der Gegner greift dich an. Aber um das zu sehen, musst du halt irgendwas haben, was sich das sehen lässt. Warum? Ich finde, was ich ein bisschen doof finde, ist, dass die nicht als Dingenschen Übrigens, zählen, ne? Creep-Tumore immer möglichst weit natürlich an den Rand setzen, ne? Damit die möglichst weit nach vorne gehen. Ja, einfach sitzen. Nee. Nee, nee.
Inject, inject, Worker bauen. Okay, Overlord bauen. Du kommst zu viel. So, dann. Hab ich irgendwann so das Gas jetzt saturiert? Not enough minerals, not enough energy. Nee, warte, das ist eine ganz doofe Idee, was ich hier habe. Übrigens, wenn die Zerkwoche vorbei ist, werde ich wieder mein Spiel auf Deutsch stellen, glaube ich. Wenn ich dran denke. Also ich habe eigentlich, wenn man es genau nimmt, noch überhaupt nichts. Ja, ist als Zerg prinzipiell nicht schlimm, wenn du wüsstest, was der Gegner so macht. Merkst du da Problem? Hast du einen Nairtag? Ja, dann schick doch, dann morph doch mal diesen Overlord zu einem Overseer. Und dann schickst du den nämlich durch die gegnerische Base zum Scout. Ich habe Standbild. Das ist nicht so gut. Das ist korrekt. Immer noch? Nee, es geht. Aber ich habe 5 Worker. Du musst den Overlord, Overseer reinschicken in die gegnerische Base. Erst in die Main klicken und dann Shift in die Natural. Und dass er stirbt, ist völlig egal. Du möchtest möglichst viel mit dem sehen einfach. Main. Muss natürlich währenddessen schon den Overlord wieder vorgebaut haben am besten, ne? Dass du jetzt, wenn der stirbt. Okay, wir haben Baninger. Ja, gut, du hättest ein bisschen weiter links klicken. Ja! Wäre er nicht direkt mit dem Spore-Caller auch noch unter Beschuss gewesen, hättest du ein bisschen mehr gesehen. Aber prinzipiell hast du es jetzt verstanden, ne? Ja. Sollte vielleicht ein bisschen gesplitteter stehen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwie ein Problem, hier alles zu machen. Okay, der geht auf Kolosse. Oder Disruptor, aber ich würde mal von dem, was ich sonst bei dem sehe, davon ausgehen, dass er auf Kolosse geht. Ich brauche noch eine Queen. Ich nehme eine dritte jetzt gleich. Auf Kolosse. Not enough minerals. Mach ich denn gegen Kolosse? Also du gehst eigentlich gegen Protoss immer auf Roach Hydra. Dann brauche ich ja diesen Hydra denn, ne? Ja, aber keinen Lurker denn. Nee, das war auch nicht der Plan, ne? Völlig, sehr völlig Irrsinn, was du hier vorschlägst hier. Kann ich die Echse da oben nehmen oder beschwöre ich? Nee, ich will die gleich haben. Meine ist schon im Bau, aber ich muss ja irgendwo mal auch dahin. Also ich meine trotzdem mal das, was du gesagt hast, und so ein Spore-Crawler hier hin. Ich habe noch nicht so viele Einheiten, dann muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nein, flieh doch, dummes Mehl weg. So, wann soll ich denn Einheiten bauen? Ich weiß nicht, wie viele Drohnen du hast. Und an deiner dritten, du hast an deiner dritten schon zu viele Drohnen. Bau mal Einheiten. Okay. Und du kannst auch gerne die vierte Base nehmen, ne? Aber dann halt die. Da habe ich vorhin Angst gehabt, weil die da vorne, die ist doch relativ ein bisschen komisch. Ja, aber die musste ich dafür nehmen. Wenn du die als Zerg als deine fünfte Base nimmst, ist es besser, als wenn ich die als Protoss als meine dritte nehme. Dann erforsche ich mal das auch hier. Als Terraner, als Protoss, sag ich schon hier. Also ich gebe dir zu, auf dieser Map sind die Expansions ein bisschen rar. Aber das mit den Injects habe ich mittlerweile ein bisschen drauf hier. Das ist gut, also das ist wirklich das Wichtigste als Zerg. Okay, jetzt fängt schon langsam der Punkt an, ich baue einmal Einheiten, ich brauche mehr Overlords. Mhm, das ist auch so. Also gerade wenn du Roaches baust, Roaches kosten extrem viel Supply. Kannst auch, okay. Ich hab cancel, das Gefühl, cancel. Ja, scheiße. Gecancelt. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich Einheiten bauen, ne? Also, du kannst auch aus ein paar Roaches. Du hast überhaupt keine Roaches, ne? Nee. Warum nicht? Du sollst auch Roaches bauen. Nur Hydras bringen dir gar nichts. Du brauchst Roaches und dahinter müssen dann die Hydras stehen, um drauf zu schießen. Ich hab wieder Standbild. Schick alle deine Einheiten bitte hier hin und nicht in deine Main. Das, sage ich ja immer wieder. Egal, welche Rasse du spielst. Auch bei Protoss machst du es ja tatsächlich. Aber bei Zerg ist ja so eine richtige F2-Rasse. Was ist denn? Ja, eigentlich kannst du gerade als Zerg. Scheiße! Machen, jetzt hab ich den falschen Knopf gedrückt. Zahlbock, ne? Also, wie gesagt, am besten alles direkt auf den Hotkey zulegen, wenn du es in den Larven hast. Das ist noch viel einfacher als bei allen anderen Rassen. Ja, aber da krieg ich nie hin. Guck mal, 4 Overlords, weil das wird mir ein bisschen heikel, was die hier machen. So, wenn du jetzt gleich mal Einheiten hast, dann können wir pushen, aber. Keine Linge bauen, ne? Nur Roaches. Bau mal Roaches. Du hast deine Natural einen Leertag gedrückt. Brich den wieder ab, den brauchst du nicht. Das ist richtig, aber ich dachte, abbrechen tut man hier nicht. Doch, einen Leertag kannst du abbrechen, weil der bringt überhaupt nichts. Nur nichts, was in Larven ist, abbrechen.
Die kommen. Hilf mir. F2! Nach vorne mit euch! Oh, Lurker. Nicht in die Lurker rennen. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Ja, ist aber auch nicht so wild. Du musst nur davon abhalten, mich anzugreifen. Also hier können wir wieder drauf. Du darfst nicht immer so weit nach Hause rennen, Cyrock. Du musst ein bisschen offensiver stehen, ja, aber nicht so, dass du immer reinrennst. Okay, der Protoss kommt jetzt dazu. Das wird ein bisschen blöd. Ich habe keine Ahnung, wer Lurker eingegraben, oder? Also angreifen, ich sehe zumindest keinen Angreifer. Das ist ruckelzinnig. Das ist korrekt. So, nachbauen. Ja, du stehst in den Lurkern, das ist nicht gut. Ich bin ziemlich tot hier, jetzt bin ich zu. Ja, nicht in die Lurkerin. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Brauch ein bisschen Unterstützung hier. Ja. Jetzt bin ich sogar tot, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Ich habe versucht, möglichst viel noch zu retten. Boah, nee, Zerg ist irgendwie überhaupt nichts. Ja, wir sind tot. GG! Ja, ist halt das Beste. Terraner kannst du droppen, Zerg kann überhaupt nichts. Du kannst nicht bei jeder Rasse sagen, die du spielst, dass alle anderen Rassen immer sind. Das fällt irgendwann auf. Ja, das stimmt aber. Also wichtig ist, dass du nicht immer Supply Lock bist. Du hast zum Beispiel hier Ressourcenstand im Schnitt 2350. Das geht nicht. Das ja, darf nicht. Ich darf hier keine Einheiten bauen, hast du gesagt. Wenn du Geld übrig hast, dann gib es mir bitte. Weil ich kann mit Geld immer was anfangen. Also das ist auch wichtig. Auch wenn du nicht Zerg bist, hast du immer so viel Geld übrig manchmal. Deshalb, wenn du Geld übrig hast, gib es einfach mir. Ja, weil was ich hier gerade sehe, ist von den das zwei Rassen, auch fürs Real Life, die ich nebenspiele, Terraner größer als Holzkohle, größer als Zerg. Gut, ich erinnere dich das nächste Mal dran, wenn du über Lurker rummeckerst, sage ich dir wieder Bescheid. Oder über Mutas, oder über Ultras, oder über... Eigentlich überrenkerst du über alles, was dich angreift. Von daher würde ich sagen, an dieser Stelle war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben könnt ihr ein bisschen neu klicken. Und jetzt ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.